Verstehen. Ja, hallo Leute und willkommen schon wieder mal in einer neuen Aufnahme. Letzte Folge hat's abgebrochen bei 30 Minuten, fast 31. Und ich denke auch, oder ich weiß nicht warum, ich glaube 30 Minuten ist die Höchst- oder die Maximalzeit, die man aufnehmen kann überhaupt. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Und jetzt spielen wir wieder mit unserem Freund Jofo. Aber bei mir war das übel. Ja, ich habe den Kanal gewechselt jetzt und es müsste jetzt eigentlich schon ein bisschen besser sein. Weil ich euch ja in der letzten Folge von dem Herd erzählt habe und von den Störquellen. Und ja, jetzt können wir natürlich, wie es aussieht, unser ganzes Haus nochmal neu bauen. Was ich echt super finde. Die Aufnahme hat abgebrochen und dann stand da natürlich wieder Spiel verlassen und da stand aber nichts von Speichern, also war natürlich wieder alles weg. Und wir waren beim letzten Speicherstand. Und genau deswegen habe ich es auf 15 Minuten gestellt, die Speicherfunktion oder die Speicheroption. Weil es einfach nicht speichert. Und diese Folge wird jetzt nur 17 Minuten lang gehen, weil ich ja die letzte Folge 10 Minuten länger gemacht habe als geplant. Jofo, ist der trunken? Ernsthaft? Was ist? Du bist gerade gestorben? Hey, ich laufe noch. Lol, bei mir stand da eben, Jofo ist ertrunken. Was ist das bitte für ein Fail? Ey, warte, ich bin hinter dir. Ich sehe deinen Namen. Ich sehe dich, wie du dich bewegst. Ja, ich sehe dich aber nicht. Jetzt vor dir. Bei mir läufst du da irgendwie, genau, du bist gar nicht, bei mir bist du gar nicht mal im Dschungel drin. Ich hab das Dungeon gefunden. Bei mir bist du da unten am Ende des Dschungels. Guck mal, da unten ist ein Dungeon. Ja, ich weiß. Und da waren auch. Nein! Und unser Zeug ist natürlich wieder weg vom Dungeon. Den Dungeon hatte ich gefunden und wir hatten die Kisten. Und ich hatte die Kiste alles ausgeräumt. Na gut, du kannst das Zeug haben, wenn du willst. Ich brauch es nicht. Ach, wie ich diese. Warte. Ich mach kurz was, damit ich nicht mehr so backe. Wie ich diese Internetfehler hasse. Es ist einfach. Nur zum Heulen. Ich hasse es einfach nur. Ja, und deswegen wäre eine 64.000er Leitung auch, glaube ich, um ein Vielfaches besser als eine 3.000er Leitung oder 4.000er Leitung. Wir kriegen wie so bald eine Glasfaserleitung. Wir haben schon eine Glasfaserleitung, es ist übelst langsam. Glaube ich jedenfalls. Bei uns reißen die ganzen Fußwege gerade auf, habe ich gehört, weil die da neue Glasfaser, die da Glasfaser legen wollen. Und wieso? Ich laufe hier um den Dschungel rum, anstatt direkt zu meinem Haus zu laufen oder zu unserem Haus. Hey, bei mir stehst du vor dem Dschungel, okay. Ich bin gerade mitten im Dschungel drin und laufe gerade zu meinem Haus. Ich verstehe es einfach nicht.
Bitte Kann mach ich jetzt auch dir. nicht. Es ist einfach nur ein übelster Bug. Bitte mach dir mal einen YouTube-Kanal und stell auch mal so ein paar Videos ins Netz, wie. Ich will das einfach auch mal sehen, wie ich dann bei dir im Dschungel bin und du bei mir nicht im Dschungel. Aha. Das kenne ich. Ja, natürlich ist unser Haus wieder weg hier. Und ich glaube, fast sogar. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, genau. Dann können wir direkt, bis wir jetzt nicht die ganze Reihe nochmal wegmachen. Ich glaube, es hat auch so seine Vorteile. Ich bin ehrlich gesagt noch am Überlegen, wie ich das hier mache. Oder wir machen die Reihe hier einfach nochmal weg. So. Dann ziehen wir es einfach nur bis hier hin. Und dann, liebe Leute. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein, das ist ein bisschen zu klein für Stich. So, dann machen wir hier einfach eine kleine Tür rein. Ja, ihr könnt euch sicherlich schon denken, was das werden soll. Fängt mit S an. Jofo, du hast schon wieder das Spiel verlassen, steht da. Jofo, bist du noch da? Hallo? Nicht den da, sondern den da. Ich verstehe es einfach nicht, warum es so ist. Es ist einfach so und ich hasse es, wenn es so ist. Und los immer. Hallo Jofo. Da seht ihr mal, wie lange es dauert, was für eine Verzögerung es ist. Es jetzt besser? Ja, dann liegt es jetzt wahrscheinlich nur noch an seinem Internet, dass er manchmal ausfliegt. Also an meinem. Glaube ich, ist es nicht mehr. So, dann haben wir schon mal den Grundriss unseres Hauses. Jetzt müssen wir nur noch gucken, dass wir es irgendwie hinbekommen. So, auf jeden Fall hatte ich gesagt, es fängt mit S an, dieser Raum, und hört mit R auf. Und was es ist, ist ein Schlafzimmer. Ich glaube, so sieht schon um einiges besser aus. Dann lege ich das Bett irgendwie so hin oder so oder so. Und dann haben wir da hinten unseren Aufgang und da hinten unseren Untergang. Oder hier machen wir unsere Küche hin und dann mache ich das Schlafzimmer da oben hin. Das werden wir alles sehen. Ach, und ich freue mich auch schon so, wenn ich mein eigenes Intro habe. Es gibt so geile Intros, die man sich machen kann mit so vielen verschiedenen Programmen. Ach übrigens, ich habe so ein Programm gefunden, mit dem man sein eigenes Intro machen kann und auch die Videos schneiden kann. Und dieses Programm heißt Sony. Oh Mann. Nein, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen. Irgendwas mit Sony war es. Sony. Irgendwas mit Sony Pro. Sony Pro. Fuck it. Auf jeden Fall kostet das Programm
380 oder 480 €. Und auf eBay kostet das 13,80 €, was natürlich sehr gut und sehr günstig ist. 380 €. Ja, 380 €. Alles. Es ist übertrieben. Dafür kostet es bei eBay ja aber nur 13,50 € und das ist sehr billig, finde ich. Für ein Programm 380 € zu bezahlen. Ja, das hatte ich mir auch gedacht. Und das hübsche wieder nur sinnlos in der Gegend rum. Und mache hier gar nichts. Ich habe ein Verzauberungsbuch, 10 Schießpulver und 2 Eisen gefunden. Ja, genau, das war das Zeug, was ich gefunden habe. Und jetzt ist ja natürlich alles weg, aber von mir aus kannst du es behalten. Danke sehr, danke sehr, So. danke sehr. Ich glaube fast, dass ich den Raum hier mache. Dann das wird unser Lagerraum. Der Eingang dafür kommt hier hin. Und das hier wird unsere Küche. Nee. Nicht. Das wird nicht die Küche. Mal gucken, was da hinkommt. Und hierhin kommt die Küche nämlich. Eine Workbench müsste ich haben, genau. Eine. Ja, ich auch. Und dann mache ich gerade mal noch eine Workbench. Und natürlich fehlen uns natürlich zwei Cobblestone für einen Ofen. Und ich Bei mir hoffe. nicht. Ja, zwei Cobblestone. Zwei blöde Cobblestones. Und ich liebe einfach nur meine Kreativwelt 2, oder nee, Welt 2 heißt die, glaube ich. Und Die, die ich auch so richtig geil finde. ja. Okay. Die mit der Festung. Oh nein, das habe ich was erraten. Scheiße. So, Ist ein jetzt wieder. paar Fackelchen. Ja, okay. Jetzt habe ich schon was Es ist verraten. ehrlich gesagt keine Festung. Was ist es denn sonst? Eine Burg ist doch eine Festung. Oh. Ja. Und ja, so viel kann ich verraten. Ich habe eine Burg gebaut, die noch im Ausbau ist. Und so richtig geil aussieht. So ein bisschen wie in Skyrim. Die Drachenfeste aussieht. Und jetzt haben wir genug Stein. Jetzt war ich gerade gar nicht mehr wieder. Ach, da oben. Guckt unser Holzblock raus vom Haus. Und ich muss ab und zu mal auf die Webcam gucken oder aufs Handy, weil damit ich nicht wieder zu lange aufnehme. So, und jetzt baue ich mir den Ofen. Ein Ofen. Wo ist er hin? Drei Öfen? Hey, hat er genau. Ach ja, weil wir ja die in der Schmiede abgeklappert haben. Deshalb. Dann machen wir hier gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So.
Und dann schmeißen wir hier gerade mal das Eisen rein. Ein Diamanten habe ich übrigens, Jofo, gefunden in der Schmiede. Aber ich feiere immer noch diese Aussicht. Dieser Baum sieht echt, als wäre der auf einem anderen Dschungelbaum drauf geklatscht. Und der da hinten auch, der, da hinten, der, wo gerade der das Kreuz drauf zeigt. Der genauso wie der. Ja, und die da auch hier. Ein Dschungelbaum mit Schnee habe ich auch nicht erlebt. So, dann mal gucken, wie weit das Eisen ist. So, ich glaube, diese Folge wird auch nicht mehr allzu lange. 2 Minuten. Nein, 1 Minute. So, diese Folge war jetzt nicht so spannend. Aber dafür kommen die nächsten Folgen wieder etwas spannender. So, dann können wir die nächste Folge auch langsam mal unsere Felder anlegen. Damit Jerry, wie schon gesagt, vor 2 Folgen auch mal in den Leichtmodus schalten kann. Und wir ums reine Überleben kämpfen. Ah, da freue ich mich schon drauf. Wenn wir dann schön in der Höhle sind und dann schubst uns so eine schöne Höhlenspinne den Hang runter. In die Lava und dann sind wir tot. Genau, wie es bei Kronk der Fall war. Nur er ist halt nicht in die Lava gefallen. Er ist halt einfach nur runtergeklatscht. Schade. Ja, sowas will ich nicht erleben. Entweder ich raste aus oder ich kriege einfach nur ein Lachflash. Und jetzt komm schon, mach diese blöden 2 Eisen noch. Na komm, einen noch. So. Das war's dann wohl für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wenn es heißt Let's Play Minecraft PS3.